Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, mein Name ist Roman Lamm und ich zeige euch heute eine Spreewälder Gurkensülze mit Remouladensauce und Bratkartoffeln. Wir beginnen mit der Sülze, indem wir frisches gepökeltes Eisbein im kalten Wasser, knapp abgedeckt mit etwas Salz, Lorbeer, Piment und etwas Pfefferkörner. Das Eisbein kochen wir jetzt in einem Wasserfond ungefähr anderthalb Stunden, bis sich das Fleisch gut vom Knochen lösen lässt. Und am besten, man bereitet sie am Vortag vor, damit das Eisbein auskühlt, und habe das Fleisch vom Knochen gelöst und schon mal in Stückchen geschnitten. Die vorbereiteten Möhren, Zwiebeln, natürlich die Spreewälder Gewürzgurken aus unserer Region. Wichtig ist, dass alles ungefähr dieselbe Größe hat und ungefähr zu gleichen Teilen in den Topf kommt. Und lassen dieses noch eine Dreiviertelstunde köcheln, bis alle Zutaten schön weich sind. So, wir bereiten jetzt noch eine Remouladensauce zu, die klassisch zu unserer Sülze passt. Dazu nehmen wir handelsübliche Mayonnaise. Frische Zwiebeln, fein gewürfelt. Natürlich die guten Spreewälder Gewürzgurken auch fein gewürfelt. Gekochtes Ei, alle Zutaten ungefähr zu gleichen Mengen. Auch natürlich fein gewürfelt. Ich habe hier noch etwas Fond von den Spreewälder Gewürzgurken. Den geben wir noch mit dazu. Dann habe ich mir vorbereitet Salz, etwas weißen Pfeffer und etwas Zucker. Und natürlich frische gehackte Dillspitzen, frisch aus unserer Region. Einfach verrühren und fertig. Dazu machen wir knusprige Bratkartoffeln. Wir haben Pellkartoffeln vorgedämpft, am Vortag und auskühlen lassen, dann gepellt und in Scheiben geschnitten. Unsere vorbereiteten Kartoffeln geben wir in die heiße Pfanne, würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer und lassen das Ganze erstmal bräunen. Wichtig daran ist, ruhig die Bratkartoffeln in die Pfanne geben und nicht so oft, wenn, lieber erstmal ruhen lassen. Wenn die Bratkartoffeln in der Pfanne gut Farbe gezogen haben, geben wir zuerst die Zwiebeln dazu. Frische Zwiebeln in halbe Scheiben geschnitten und rösten sie noch etwas mit an. Wenn wir dies haben, tun wir gewürfelten Schinkenspeck mit dazu. Und ganz wichtig für unsere Spreewälder Region, Kräuter dürfen nicht fehlen. Wir geben etwas Petersilie mit dazu, weil die ist sehr hitzebeständig. Und durch die Hitze in der Petersilie entfalten sich erst die ätherischen Öle so richtig. Und fertig. Wenn das Gemüse und das Fleisch alles schön weich ist, geben wir in den nicht mehr kochenden Fond eingeweichtes Gelatinepulver, handelsüblich, mit dazu, lösen es. Wenn die Gelatine gelöst ist, geben wir noch etwas Essigessenz dazu, damit die Sülze etwas mehr Säure bekommt. Und natürlich für Spreewälder Gurkensülze frische Dillspitzen geschnitten aus der Region. Wenn alles soweit fertig ist und etwas abgekühlt ist, haben wir eine handelsübliche Kastenform mit handelsüblicher Frischhaltefolie ausgelegt und füllen halt die Gelatine hinein. Durch die Klarsichtfolie können wir noch etwas dran rütteln, damit die Sülze auch schön glatte Ränder bekommt. Mit den Rändern einfach abdecken und am besten 24 Stunden kalt stellen. So, unsere fertige Sülze einfach in Scheiben schneiden mit unseren Bratkartoffeln sowie unserer vorbereiteten Remouladensauce servieren. Noch eine kleine Deko fürs Auge.
Und fertig ist unsere Spreewälder Gurkensülze mit Spreewälder Remouladensoße und knusprigen Bratkartoffeln. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.